Was mag wohl passiert sein, dass ich für einen Tag meine YouTube-Pause revidiere? Genau, der Release der NX und des neuen The Legend of Zelda-Teils. Wenn du Blade Chronicles auch eigentlich sogar mit am meisten und das Zelda, was aber leider jetzt verschoben wird, das kommt ja jetzt erst 2016 raus. Und man munkelt ja, ob das eventuell doch für die NX kommt und nicht für die Wii U. Meine Theorie, dass es wie bei Twilight Princess ist, ja. Erst für die Wii U und dann hinterher dann für die NX. Das ist so meine Theorie. Das glaube ich auch ganz, ganz fest. Gestern hat Nintendo aktuelle Geschäftszahlen sowie auch weitere Informationen auf ihrer Homepage öffentlich gestellt. Dazu gehören einmal der Release-Zeitraum der neuen Nintendo-Konsole, also der NX, und das Erscheinungsjahr des wohl meist erwartetesten Nintendo-Spiels der letzten Jahre, dem neuen Zelda-Teil. Das Spiel wird, wie man vergangenheitssicher schon vorausgeahnt hatte, für beide Plattformen erscheinen. Einmal für die Wii U und für die NX. Einziger Wermutstropfen, erst im Jahre 2017. Zeitgleich für beide Plattformen. Naja, was soll man sagen? Das Geheule ist natürlich ziemlich groß. Auf der einen Seite berechtigt, auf der anderen auch irgendwie wieder nicht. Eins hatte Nintendo 2014 auf der E3 das neue Zelda angekündigt als Release-Datum 2015. Naja, Pustekuchen. Nintendo gab dann irgendwann 2015 bei einer Direct bekannt, dass das Spiel verschoben wird. Auf 2016. Nach fast 2 Jahren wird das Ding nochmal verschoben. Auf 2017. So was Unfaires aber auch. Nein, im Ernst. Ich bin selber Zelda-Fan und ich kann es schon irgendwie verstehen, dass man, wenn man sich auf irgendwas gefreut hat, es unbedingt sofort haben will und dann enttäuscht ist, wenn das nicht so eintrifft, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Aber muss das unbedingt so sein? Die Missgunst der Fans umfasst im Schnitt 3 Themen. Erstens die Wartezeit. Das letzte Zelda-Spiel für die stationäre Konsole erschien 2011, was bedeutet, dass wenn wir 2017 als Erscheinungsjahr nehmen, wir in etwa schon 6 Jahre auf das neue Zelda-Spiel warten. Eine ziemlich lange Zeit, das stimmt schon, nur wenn man dann die Release-Daten älterer Zelda-Spiele mit hinzunimmt, wird man merken, dass es zwar die längste Wartezeit ist bisher, aber ich denke mal, dass es einem das doch nicht so lang vorkommt. Wenn man dann auch noch die Handheld-Ableger und die Remakes hinzunimmt, dann geht doch die Wartezeit völlig klar, oder? Als weiteres Thema wird der grafische Stand des aktuellen Zelda-Spiels in den Raum geworfen. Einige sagen, dass aufgrund der Tatsache, dass The Legend of Zelda zeitgleich für die NX und die Wii U auf den Markt kommt, dass die beiden sich grafisch nicht unterscheiden würden. Das halte ich persönlich für völligen Quatsch. Nur weil beide Spiele zeitgleich entwickelt und released werden, heißt es ja nicht, dass sie technisch und grafisch auf dem gleichen Stand sein sollen. Ganz im Gegenteil, wenn man sich zum Beispiel die Portierung von Destiny anschaut, wird man merken, dass der Grafikunterschied zwischen beiden Plattformen, also der Portierung der Xbox 360 sowie auch der One, gar nicht so klein ist. Okay. Bevor jetzt mit der Ansage gekommen wird, dass die Wii U die derzeit schwächste Konsole auf dem Markt ist und die NX laut Gerüchten zufolge die wohl stärkste Konsole auf dem Markt sein wird und deswegen eine derartige Portierung ohne Grafikverlust überhaupt gar nicht möglich sei, muss ich eines sagen. Das ist falsch. Es ist möglich, bereits erstellte Animationen und Bewegungen von Charakteren zu behalten und lediglich die Texturen auszutauschen, um eine bessere Grafik zu erzielen. Und das ohne Verluste. Als Bestätigung habe ich auch mal einen Entwickler gefragt, was er denn dazu sagt. Das klingt jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher, als es in Wahrheit ist, aber im Grunde, ja, stimmt das. Besonders einfach wird es hier, wenn man zum Beispiel gleich im ersten Prozess der Entwicklung die Texturen in einer sehr hohen Auflösung vorbereitet hat und diese dann extra fürs alte Spiel runtergebrochen hat. So kann man diese dann nutzen, um sie fürs neue Spiel wieder zu verwenden und weniger Arbeit zu haben. Im Prinzip, ja, stimmt das. Allerdings muss man davon ausgehen, dass wenn man für eine andere Plattform entwickelt, der Code teilweise komplett neu geschrieben werden muss. Und das kann äußerst viel Arbeit sein. Also darf man sich hier nicht vorstellen, dass das ein Katzensprung wäre. Ich glaube sehr wohl, dass sie sich unterscheiden werden. Und ich denke auch, dass das Ganze irgendwie eine Art ist, einen sehr großen Shitstorm komplett zunichte zu machen, bevor er überhaupt angefangen hat. Pass auf, jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz hartes Beispiel. Könnt ihr euch noch an den Release von GTA 5 erinnern? Erst kam es am 17. September 2013 exklusiv für die 360 und die PlayStation raus, November 2014 für die One und die PlayStation 4 und April 2015 für den PC.
Und was war das Resultat? Die Spiele unterschieden sich vom Umfang und Rockstar musste einen mega krassen Shitstorm ertragen, weil sie das ein und dasselbe Spiel dreimal rausgebracht haben. Ich denke einfach mal, dass sie mit der Verschiebung große Unterschiede und die daraus resultierende Unfairness sowie einen derartigen Shitstorm vermeiden wollen. Weil ganz im Ernst, wenn man sich das bei GTA 5 angeguckt hat, dann ist es gar nicht mal so verwerflich, dass sie das so machen wollen. Darüber hinaus halten sie ja auch ihr Versprechen. Sie wollen definitiv The Legend of Zelda für die Wii U rausbringen. Und das halten sie. Drittens, kein exklusives Zelda für die Wii U. Es stimmt schon, es ist auch eigentlich wirklich traurig, dass die Wii U es irgendwie geschafft hat, kein exklusives Zelda abzubekommen. Es ist auch das allererste Mal in Nintendos Geschichte, dass eine Konsole kein Zelda abbekommen hat, zumindest nicht exklusiv. Doch nur eine Sache muss man sich vor Augen führen. Durch die Einführung der Virtual Console ist Exklusivität sowieso eigentlich gar nicht mehr drin. Die restlichen negativen Kommentare triefen regelrecht vor Ungeduld, Wut und Enttäuschung. Aber ich möchte jetzt nicht unfair sein, denn es gibt auch eine Menge Leute, denen das Ganze scheißegal ist. Die sagen auch, komm, lass Nintendo machen, komm, wir können ruhig darauf warten, denn es kommt am Ende ein gutes Zelda bei raus. Und am besten lässt man ihnen auch die Zeit. Nun ja, ich habe jetzt so ein paar Fakten hingelegt und habe jetzt allgemein über das ganze Ding gesprochen. Nur wie ist denn meine persönliche subjektive Meinung zu der ganzen Geschichte? Ich muss sagen, mir ist es relativ egal, wann Nintendo Zelda rausbringt. Ob es jetzt 2017, 2018 oder erst 2025 rauskommt, das ist mir eigentlich relativ egal. Weil ich möchte ein gutes, schön durchdachtes Zelda-Spiel haben. Und man muss bedenken, dass Nintendo mit dem neuen Zelda was Neues wagt. Sie bauen Open-World-Geschichten mit ein. Sie möchten was anders machen. Sie möchten den Fapo von Skyward Sword aus dem Weg räumen und wollen sagen so, hey, wir haben es nicht verlernt, wir können weiterhin noch gute Zeldas machen. Und das sei ihnen gegönnt. Und so viel Zeit, wie sie auch brauchen, sollen sie nehmen. Denn gut Ding will Weile haben. Ich für meinen Teil, ich bin ja zurzeit gerade in einer Pause. Und obwohl ich mehrere Videos schon bereits produziert habe, warte ich noch, bevor ich anfange, sie rauszuhauen. Weil ich den Moment abwarten will. Den Moment, wo ich mich dann auch persönlich wohlfühle und wo ich dann sagen kann, okay, du hast jetzt einige Sachen oder du hast jetzt einige Arbeit hinter dich gelassen, du hast jetzt ein paar Videos in der Pipeline und drop die jetzt einfach mal und mach quasi dein Comeback. Deswegen kann ich umso mehr das verstehen, dass Nintendo jetzt sagt, so okay, wir haben vielleicht schon, nehmen wir mal an, vielleicht haben sie ja schon den Wii U-Teil fertig gemacht und haben gesagt, so okay, wir lassen die Leute jetzt einfach mal die Qual der Wahl, welches Spiel sie jetzt holen wollen, ob sie jetzt die NX-Version oder die Wii U-Version holen, damit jetzt nicht so eine Scheiße wie bei GTA 5 rauskommt. Wisst ihr was? Dann bringen wir einfach beide Spiele zeitgleich raus und dann hat die Crowd die nach wie vor die Möglichkeit, die Wahl zu treffen. Weil ganz im Ernst, die Leute, die bereits eine Wii U haben, können das Spiel dann für 60 Euro irgendwie dann neu kaufen. Oder diejenigen, die keine Wii U haben, werden sich dann die NX wahrscheinlich holen. So, und dann bezahlen sie halt ihren Vollpreis, wenn sie das Ding zu Release haben wollen. So, es ist... Ich bin der Meinung, jeder sollte ein bisschen gemütlicher mit der Sache umgehen, sich in Geduld üben und einfach mal warten, was kommt. Weil im Prinzip bringt es nichts, Nintendo unter Druck zu setzen. Weil die Vergangenheit hat gezeigt, dass es zu viele, viel zu schnell releasede Spiele auf dem Markt gibt, die dann letztendlich durch einen Day-One-Patch oder durch irgendeine andere Scheiße irgendwie doch grottig geworden sind, zumindest für den Anfang. Und im Endeffekt halb fertig sind. Und das möchte Nintendo vermeiden. Also gibt den Jungs und Mädels die Zeit, sich daran zu setzen und was zu machen. Das ist aber wiederum meine eigene Meinung. Wie ist denn eure Meinung? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde sehr gerne mit euch diskutieren. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht viel zu lang. Ich weiß auch jetzt nicht, wie lange das geworden ist. Ist im Prinzip ja auch egal. Ich habe meine Meinung gesagt. Ich habe über das Thema gesprochen, weil es mir brennend auf der Seele lag. Und ich werde mich nun wieder zurück in meine Pause begeben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich mache mich schon mal auf den Shitstorm bereit. Macht's gut, Jungs und Mädels. Danke für die Aufmerksamkeit, wie gesagt. Und wie gesagt,
unten in die Kommentare. Ich möchte mit euch schnacken darüber. Das interessiert mich. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Ich